Hallöchen ihr Lieben, heute gibt es bei mir ein ganz einfaches Rezept für eine Birnenschokoladentarte. Die ist so einfach gemacht und schmeckt so fantastisch, die müsst ihr einfach ausprobieren. Und damit ihr wisst, was ihr dafür braucht und wie die Zubereitung ist, zeige ich euch jetzt beides in diesem Video. Viel Spaß dabei! Für den Boden benötigen wir Mehl, Eier, Salz, Butter, Backkakao und Puderzucker. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Als erstes werden die Eier getrennt. Dann werden die trockenen Zutaten einmal vermischt, das heißt Mehl, Salz, Puderzucker und Backkakao. Damit ihr nicht so viel Klümpchen habt, könnt ihr das Ganze jetzt auch nochmal durch ein Sieb geben. Diese Mischung gebe ich dann in eine Rührschüssel. Dazu kommt jetzt nach und nach die Butter und die Eigelbe. So sieht der Teig jetzt aus. Die Eiweiße, die werden übrigens nicht benötigt für das Rezept. Die könnt ihr anderweitig verwenden. Jetzt wird die Tartform einmal eingefettet. Dafür habe ich jetzt hier ein Backspray. Ihr könnt auch Butter verwenden. Jetzt kommt die Teigmasse hier hinein und wird darin dann auch verteilt. Jetzt kommt die Tartform für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Für die Füllung wird Folgendes benötigt: Butter, Zucker, Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade, Sahne, Eier, Mehl und Backpulver. Die Schokolade werde ich jetzt zusammen mit der Sahne über einem Wasserbad schmelzen lassen. Ich gebe also die Schokolade rein und die Sahne. Das Ganze immer wieder mal verrühren und dann in der Schüssel schmelzen lassen. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, dann sieht die Masse so aus, so ein bisschen cremig. Ihr nehmt dann den Topf vom Herd und lasst das Ganze ca. 10 Minuten lang abkühlen. So, in der Zeit könnt ihr euch nochmal die Rührschüssel schnappen und die Butter reingeben. Dazu kommt der Zucker und beides wird jetzt hier richtig gut verrührt mit dem Schneebesen. Dann werden die beiden Eier untergerührt. Jetzt kommt das Mehl und das Backpulver dazu. Und zum Schluss gebe ich langsam die Schokoladenmasse dazu. Hier seht ihr jetzt die restlichen Zutaten für das Topping. Wir benötigen jetzt noch Birnen, Puderzucker und gehackte Mandeln. Die Birnen habe ich jetzt schon geschält, das Kerngehäuse entfernt, sie halbiert. Und jetzt werden sie eingeschnitten, nicht durchgeschnitten, sondern eingeschnitten, hier in kleine Fächer. So. Und eine von den Birnenhälften, die werde ich in Würfel schneiden. Die Birnenwürfel gebe ich dann zu der Füllung mit dazu und hebe sie dann ganz langsam unter. Jetzt ist die Schokoladenfüllung fertig. Hier habe ich jetzt den Tartboden, der ist jetzt im Kühlschrank richtig gut durchgekühlt. Dazu gebe ich jetzt die Schokoladenfüllung. Die Füllung wird dann hier in der Form gleichmäßig verteilt. Obendrauf kommen jetzt die Birnenhälften. Die werden hier einfach verteilt und ganz leicht eingedrückt. Und nun gebt ihr die gehackten Mandeln einfach drüber. Das sieht schon so lecker aus. Bei 175 Grad kommt jetzt die Tarte für ca. 30 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen. So sieht die Tarte aus nach dem Backen. Jetzt könnt ihr sie in der Form einfach nur auskühlen lassen und danach könnt ihr sie mit etwas Puderzucker bestreuen. Und schon ist die leckere Tarte fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Unter diesem Video könnt ihr auch abonnieren klicken, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen.
Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Zubereitung. Einen guten Appetit. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezeptewelt. Tschüss!